Ein Banküberfall mitten in Wien, ein Comic-Video der SPÖ und ein Neunjähriger kippt ein Schneeballverbot. Das ist Ihr Nachrichtenüberblick am Donnerstag. Mitten in Wien gab es Donnerstag früh einen Banküberfall. Ein Mann ist kurz nach 8 Uhr in die Bankfiliale am Kärntenring 14 gestürmt und hat Bargeld verlangt. Dann ist er geflüchtet, ein Security-Mitarbeiter lief hinterher und wurde vom Täter auf offener Straße angeschossen. Das Opfer wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Es läuft jetzt eine Großfahndung nach dem Täter im ganzen Stadtgebiet. Die SPÖ hat ein neues Video herausgebracht. Darin attackiert sie im Comic-Stil die Regierung. Im Video geben die Sozialdemokraten sarkastische Tipps, wie man das Land regiert. Etwa solle man sich eine Minderheit aussuchen und die zum Sündenbock machen oder sich mit Klassenrowdies wie Orban, Le Pen oder Salvini anfreunden. So heißt es in den Anspielungen auf die aktuelle Bundesregierung. Und ein Neunjähriger hat ein Schneeballwurfverbot gekippt. Fast 100 Jahre lang war das Werfen von Schneebällen in der Kleinstadt Severance in Colorado verboten. Der neunjährige Dane Best konnte den Gemeinderat aber vom Kinderrecht auf die Schneeballschlacht überzeugen. In seiner dreiminütigen Rede, inklusive Verweisen auf wissenschaftliche Studien, hat Dane so gut argumentiert, dass das Gremium das uralte Verbot aufhob. Das Wetter heute bleibt eher unspektakulär. Es gibt viel Regen, vor allem im Osten, viele Wolken und wenig Sonne bei 3 bis 11 Grad von Ost nach West. Morgen schaut die Sonne wieder etwas öfter hervor und nach einigen Schauern am Vormittag sollte es am Nachmittag auch weitgehend trocken bleiben. Die Temperaturen sind morgen sehr mild bei 6 bis 11 Grad. Ich wünsche Ihnen trotz des Wetters einen schönen Tag und einen braven Nikolaus, der hoffentlich ganz viel Schokolade bringt. Schön, dass Sie bei uns sind.